Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Heute, ach nee, heute drehen wir den Steintempel um. Zack. Den haben wir im letzten Part schon gut angefangen, muss ich sagen. Haben schon viele schöne Sachen gefunden. Oh. Hä? Guck mal, jetzt habe ich hier auch ganz viele Schatzkisten auf der Karte. Oh nein, jetzt kann ich hier was einpflanzen. Warum habe ich jetzt hier Sachen auf der Karte? Und warum ist die Musik jetzt anders? Oh nein, ich kann jetzt hier eine Erbse einpflanzen, Leute. Okay, das war mir... Das ist jetzt irgendwie neu. Wo würde denn diese Erbse hinfliegen? Seht ihr das? Das sind zwei Schatzkisten mindestens auf der Karte. Alter, die Mucke. Die war doch vorher nicht so, oder? Würde die da hochfliegen? Sind da oben... Ja, das sieht so aus, als ob da oben Schatzkisten sind. Scheiße, ich muss da hoch, Leute. Ich kann zwar jetzt nicht erkennen, ob das wichtig ist, aber guckt mal, da oben sind auf jeden Fall irgendwie Dinge. Aber Habe ich gerade eine Erbse dabei zufällig? Nee. Boah, das wusste ich nicht. Ja, das kann stressig werden. Okay, wir müssen auf jeden Fall dann später nochmal hierher kommen. Oh Gott. So, aber jetzt erstmal Felsturm andersrum. Boah, ich wusste nicht mehr, dass das so crazy war. Okay, eine Schatzkiste mit einer Fee. Hier ist aber noch irgendwo eine Schatzkiste. Ich glaube hier oben drauf, ne? Aber kommen wir da jetzt schon hin? Hä, warum ist die Musik jetzt so anders? Ist das im Original auch so, dass die Musik wechselt? Wusste ich gar nicht mehr. Okay, jetzt haben wir hier diese komischen Statuen. Ne, da oben ist, glaube ich, eine Schatzkiste, aber da komme ich jetzt nicht hin. Und ich glaube, ich muss auch erst den Schalter drücken, damit ich da hinkomme, oder? Also, damit die Schatzkiste vielleicht erst erscheint. So, es scheint mir so, als ob ich erstmal nur einen Weg habe. Und zwar den hier, ne? Beziehungsweise, ne, guck mal, ich könnte... Oben ist nämlich noch keine Schatzkiste. Da könnte ich mal hinschuten, theoretisch. Aber ich drehe den nur um. Okay, egal, ich lasse es erstmal. So, hätten wir jetzt schon die Lichtpfeile, echt? Ist das so? Bin halt in Majora's Mask echt ein Noob, ne, was das angeht. So, da war mal. Okay, wir sind jetzt direkt hier reingestartet. Das heißt, Alter, ja, genau. Da ist die Schatzkiste und unter uns oder über uns, eins von beiden, müsste auch eine Schatzkiste sein. Ich würde aber sagen, auf direktem Weg gehen wir erstmal darüber. Das sollten wir eigentlich schaffen. Jetzt schön mit dem Enterhaken einfach, oder? Dann haben wir schon mal Schatzkiste 1. Was, da komme ich nicht hin? Doch, da komme ich hin. Guck mal. So, was haben wir denn da? Ah, oh, da ist er, der Spiegelschild, Leute. Geil. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall einen neuen Boss machen in Ocarina of Time. Und wir können den Sandtempel komplett abschließen. Also den Wüstenkoloss. Nice. Ah, oh, das ermöglicht uns auch schon wieder so viele neue Sachen. Okay, ist dieser Augenschalter, der da gerade tiefgefroren ist... Ne, der ist schon gedrückt, ne? Ich drücke ihn trotzdem nochmal, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ja, der war schon gedrückt. Okay, hier gehen schon wieder so viele Geräusche... Alter, hat voll festgesteckt. Hier gehen schon wieder so viele Geräusche ab. Ja, wir müssen als nächstes irgendwie da hoch. Guck mal, diese Sonne ist nicht... Ist nicht aktiv, oder? Eieiei, hier sind schon wieder so viele Dinge, die gerade passieren. Diese Sonne ist nicht aktiv. Was macht diese Sonne? Oh nein. Noch eine Schatzkiste. Die verkehrt rum ist. Okay, aber die muss ich... Ja, nee, die muss ich mir, glaube ich, nicht holen. Miau. Okay, wo muss ich hin? Dahin?
Ich glaube, die lasse ich liegen, die Schatzkiste, ganz ehrlich. Ich glaube, da ist nichts drin. Da ist, glaube ich, auch nichts drin. Ich glaube, die beiden Schatzkisten kann ich auslassen. Ach, Mann. Aber will ich das? Bin ich jemand, der etwas auslässt? Ich weiß es nicht. Eigentlich ungern. Und diese Krüge, die da sind, die möchte ich mir auch gerne mal angucken. Warte mal. Schade, da ist nichts drin. Okay. Ganz ruhig, Digga. So, tschüss. Okay, der hat aber leider auch keinen dabei. Ich hätte jetzt gedacht, da ist vielleicht einer drin. So, aber der hier, der treibt mich doch bis hoch, oder? Jo. So, jetzt muss ich immer ganz vorsichtig. Ich finde, das war vorsichtig. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Oh Mann. Dieser Aufwind ist ganz merkwürdig. Auch diese Musik ist ganz merkwürdig. Ich habe mal wieder nicht drauf geachtet, was das für eine Musik ist. Habt ihr drauf geachtet? Boah, Junge, lässt sich das gerade scheiße steuern. So. Okay, die Schatzkiste hätten wir. Aber hier ist ja noch eine jetzt. Aber wisst ihr was, das ist mir egal. So, als nächstes muss ich da hoch. Hier unten war ja nichts weiter, oder? Doch, hier komme ich auch lang. Ja, hier muss ich auch noch einen Schalter drücken, ne? Ja. Zack. Und da ist eine Fee. Hä? Alter, wie viele Schatzkisten gibt's denn hier? Was zur Hölle? Aber geil. Wir kriegen noch eine. Wahnsinn. Wir haben hier schon echt viele gute Schatzkisten bekommen. Die Spooky-Maske? Nö, das ist... Hä, das ist sinnlos, oder? Für uns. Ja. Die ist nicht important für uns. Das ist einfach nur eine Ocarina of Time-Maske für... Für ein bisschen Spaß, ne? Mehr ist es nicht. Zeldas Brief. Aber den brauche ich auch für nichts. So, jetzt ist die Frage. Okay, wir haben die achte Fee. Wir haben den Brief, glaube ich, auch bekommen. Zack. Braucht man den für irgendwas? Nee, ne? Ja, Brief haben wir auch bekommen. Und bitte wieder zurück. Geil. Ah, schön. Zeldas Brief. Ne, damit können wir jetzt halt nur bei Kakariko lang. Ansonsten ist der für uns, glaube ich, überhaupt nicht wichtig. So. Okay, hätten wir das. Und jetzt gehen wir oben lang. Boah, ich glaube, wir werden nicht alle Feen finden, ne? Ich glaube nicht. So, was haben wir jetzt hier für einen Raum? Da müssen wir wieder... Lava unter. Aber hier kann ich wieder... Hier kann ich den Raum umdrehen. Aber ist dann nur dieser Raum umgedreht? Ich glaube ja. Hier ist auch nichts weiter zu holen, glaube ich. So, zack. Alter, was man hier einfach für Mana haben muss, oder? Ich glaube, wenn du hier an der Stelle bei den Soras die Fee nicht geholt hast, dann hast du echt Mana-Probleme. Ist halt einfach so. So, warte mal, was machen wir hier jetzt? Das ist doch schon wieder so ein ganz merkwürdiger Raum, oder? Ah, ja, ich erinnere mich. Hier musst du das so ganz komisch drehen immer und diesen Block verschieben. Oh nein. Mann, Leute, diese Rätsel sind nicht cool. Aber wenigstens haben sie diese Schleimdinger dahin gesetzt. Das ist das Einzige, was sie wirklich richtig gemacht haben. Aber ansonsten ist das Rätsel nicht cool. Haben sie das verschnellert wenigstens? Sieht für mich irgendwie schneller aus. So, warte mal, muss ich das hier hinsetzen? Ne, ich muss das da hinsetzen. Ich muss das so in die Mitte setzen. Ah, Mann, solche Rätsel braucht man doch nicht, oder? Ja, ich glaube hier hin und dann muss ich das darüber schieben, ne? Weil da auf die Position muss das ja.
So. Okay, einmal rumdrehen. Genau, da wo die Viecher jetzt sind, da muss es dann hin. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier hinsetze und drehe es nochmal rum, haben wir es fast. So, guck mal, hier kann ich mir immer schön Mana holen und Pfeile. Das ist halt wirklich geil. So, dann drehen wir das nochmal rum. Nach da muss ich, oder? Nee, ich muss nach da. Ja. Warum muss ich das nochmal rumdrehen? Was soll ich denn ernst? Oder reicht das so? Bitte lass das so reichen. Bitte, bitte, bitte. Ja, das müsste reichen. Okay, cool. Nee, geh weg. So, jetzt geht die Tür auf. Alles klar. Hier holen wir uns mal ein bisschen Mana. Hier holen wir uns mal ein paar Pfeile. Und dann kann ich hier drüber auch hochjumpen. Oh, was nervige Räume, oder? Richtig nervig. So. Nee. Ach, nö. Bringt das was, den mit Lichtpfeilen abzuschießen? Geht das dann schneller? Mal gucken. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Schatzkiste zu holen. So, sind wir jetzt in Stufe 2 schon? Ja. Okay, alles klar. Also Lichtpfeil... Ich glaube normalerweise musst du dreimal abschießen, bevor er in Stufe 2 geht. Ich glaube, im Lichtpfeilen bist du doppelt so schnell. Oder brauchst du nur 2 Hits, beziehungsweise? Jo, da haben wir schon. Alles klar. Das ging auf jeden Fall schneller. So, wir kriegen ja auch eine Schatzkiste. Leider eine unwichtige. Schade. So, wir könnten uns jetzt auch hier durchfallen lassen, aber ich glaube... Wir kommen jetzt hier sowieso nach unten, oder? So, 5 Rubine. Meint ihr, da gibt es noch... Meint ihr, da gibt es noch was zu holen, wenn ich da jetzt mit dem Pfeil reinschute? Ich kann ihn nicht mal zerstören von hier. Ist ja traurig. Nö, passiert auch nichts. Okay, ich kann mich ja hinziehen. Alles klar, alles klar. Aber nee. Schade. Ich hatte irgendwie erwartet, dass hier noch was ist. Aber nee. Keine Fee zu holen. Okay. Wir ziehen uns mal hier rüber und dann geht's hier runter. Und ich trinke mal einen Schluck Kaffee, Leute. Oh Gott, Geister? So, es gibt hier in der Nähe auf jeden Fall noch eine Schatzkiste. Müssen wir mal gucken. Das ist so merkwürdig, ne? Können wir... Kann ich dich noch töten, bitte? Gibt's dafür was? Leider nicht. Okay, wir flattern mal kurz mit dem Deku-Kerl noch hier rein. Also wir haben bis jetzt richtig viele geile Items hier drin bekommen in dem Dungeon, ne? Und da ist ein Schalter. Haben wir diesen Schalter schon mal aktiviert gehabt? Ich habe gerade keinen Plan. Okay, wie macht man die platt? Ah, okay, verstehe. So macht man die platt. Hallo? Er hat sich wieder rumgedreht gehabt. Hallo? Okay, alles klar. Der ist tot. Da gibt es ganz viele Schalter. Ja, ich glaube, ja, das ist dieser Raum, wo wir vorhin die ganze Zeit, ne? Und, also im letzten Part, wo wir uns immer... Da ist noch einer. Verwandelt haben. Da oben sogar noch einer. Okay, da kriegen wir noch ein... Genau, das ist die Schatzkiste, alles klar. Warte mal, ich mach mal hier vorsichtshalber.
Den drauf. So. Zack. Haben wir den erledigt. Haben noch ein Herzteil abgesahnt. Für Majora's Mask. Und haben alle getötet. So, fertig. Dann haben wir den Abschnitt hier auch. Sehr schön. Ich freue mich. So, jetzt geht's weiter. Hier gibt's auch eine Schatzkiste. Okay, wahrscheinlich da oben irgendwo. Da geht's rüber. Wir sind wieder... Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder im Hauptraum, aber ist gar nicht so. Oder? Ne, wir sind nicht im Hauptraum. Hier geht's noch weiter. Wo geht's denn da hin? Karte. In einem Raum waren wir auch noch gar nicht, aber ich glaube... Also hier gibt es auch nochmal eine Schatzkiste, aber ich glaube, da kommen wir jetzt wieder zurück, oder? Genau. So, der ist tot. Hier aktivieren wir einen Schalter, da kriegen wir noch eine Schatzkiste oben, ne? Oh, da können wir uns sogar hinziehen. Da ist eine Fee drin, alles klar. So. Da können wir uns später hinziehen. Das war, glaube ich, nicht schlecht, dass wir das gemacht haben. Ich habe gerade so ein bisschen Kratzen auf dem Ohr. Ich hoffe, das habt ihr nicht und stört euch auch nicht, falls doch. Na toll. Okay. So, dann flatter ich mal darüber. Der schießt schon fleißig seine Laserstrahlen da oben ab. Okay, hier waren wir schon. Hier ist auch keine Fee drinne. Wir haben deutlich wenig Feen bis jetzt, finde ich. So. Alter, der ist ja voll am Randalieren hier. Okay, ah, jetzt sind wir hier, alles klar. So, kann ich die... Auch keine Fee, schade. Hier gibt es nur Mana. Ah, geil, hier ist der Bosskampf. Okay, wie war denn das? Das ist auch so ein sehr specialiger Boss, finde ich. Der sieht schon sehr specialig aus, oder? Was meint ihr? Dieser Sensen-Typ. Muss man... Muss im Lichtfall drauf schießen, ne? Sonst passiert da nichts. Boah, der schlägt sogar durch unsere Rüstung durch. Ich glaube, diesen Boss gibt es nur einmal bis jetzt, oder? Diesen Mini-Boss. Alter, okay, der ist aber auch echt krass. Okay, muss ich... Okay, das kann ich abwehren, alles klar. Dann Lichtpfeil. Ja, das war dumm. Ey, der macht doch echt Schaden, ey. So, jetzt haben wir. Robot Wars ist das. Okay, Robot Wars. Ja, das ist schon sehr cool. Das ist ein cooler Miniboss, muss man sagen. Okay, wir kriegen eine Schatzkiste. Hier mit der Sense, Alter. Auch wieder gestorben ist. Mega nice. Gefällt mir. Und wir kriegen eine Special-Schatzkiste. Oh, nice. Komm schon. Gib mir was Gutes. Kriegen wir hier die Lichtpfeile erst? Oder wie ist das? Boss-Key? Hä? Ach so. Oh, Mann. Es nützt mir alles nichts. Warum habe ich denn diese Masken mit dem Item-Pool gehauen? Komplett bescheuert. Ja. Okay, wir kriegen viele schöne Items, aber die nutzen mir halt alle nichts. So, ich glaube, wir sind jetzt hier durch, oder? Wegen Lichtpfeile hat man da nicht erst bekommen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wir haben ja das Ding schon umgedreht. Das ergibt keinen Sinn. So, ich glaube, wir müssen... Warte mal. Ne, das ist richtig. Blablablub. Jetzt müssen wir erstmal wieder rüberfliegen.
Als letztes müsste uns ja, wie gesagt, auch Mudolva erwarten. Also das ist ein angenehmer Boss. Den mache ich sehr gerne. Was heißt sehr gerne? Der ist halt okay. Ne? Man braucht dafür keine Special Waffe. Man kann ihn einfach nur mit dem Schwert töten. Das ist schon sehr, sehr angenehm. So, schaffe ich es von hier aus jetzt einfach? Er ist natürlich wieder da. Logisch. Ist das gut? Jo, das ist okay. Uns fehlen so viele Feen. Was ist denn da los, Alter? So, wir können doch jetzt hier oben. Genau, dann kommen wir da oben hin. Und theoretisch müssten wir aber das Ding jetzt nochmal umdrehen, ne? Den Dungeon. Ja. Alter. Ey. Junge, ich hab dich doch... Okay. Und... Eieiei, jetzt hab ich da ordentlich was reingeschudet, ey. Okay. Okay, ein Herzteil, Container, blablablub, kriegen wir noch. Sehr schön. Für Majora's Mask. Da fehlt jetzt auch nicht mehr so viel, denke ich. Eieieiei, okay, wir sind jetzt... Guck mal, da ist noch eine Fee. Hä, hey, das sind sogar noch zwei Feen. Wo kommen die denn jetzt alle her? Drei? Hä? Lol. Hä? Warte mal. Was muss ich machen? Okay, ich muss mich da hochziehen. Okay. Dann mache ich so. Dann kriege ich hier schon mal zwei Feen. Nummer 10, okay. Ja, das verbessert meine Quote schon mal enorm. Das gefällt mir. Und, ach, guck mal. Da ist noch ein Lied. Was ist denn das für ein Lied? Nein! Es können zwei Lieder sein. Einmal Ocarina of Time. Oder unser Warp-Song. Hä, aber wie komme ich denn da ran? Bitte. Hätte ich das im umgedrehten Modus machen müssen? Scheiße. Jo! Oh, nice! Leute, wir können jetzt Song of Soaring machen. Oh, ist das gut. Was machst du denn hier? Und Boss-Time ist jetzt hier noch. Hä, aber muss ich hier nochmal im umgedrehten Modus hin? Ich habe halt diese Sachen... Die ganzen Sachen habe ich gar nicht gesehen. Zur Hölle? Das sind jetzt nochmal zwei Feen. Dann fehlen nur noch drei. Aber wie? Ne, das muss ja umgedreht sein. Da muss ich dann irgendwie da oben drauf kommen. Anders geht das nicht, oder? Alter Herzteil. Skulti. Und hier ist auch nochmal ein Herzteil. Also ich könnte jetzt mich wieder hier hochziehen, aber ich komme da ja an der Stelle nicht weiter. Ja, Leute, ich würde sagen, ich werde jetzt hier die Folge beenden. Werde euch hier mal vor dem Bossraum stehen lassen. Ich gehe mal stark davon aus, da ist Mudolva drin. Aber hier müssen wir scheinbar nochmal von der anderen Seite rein. Ja gut, dann machen wir das im nächsten Part. Anders wird es nicht gehen. Ich meine, wir müssen sowieso noch die anderen Feen finden. Das wird auch nochmal lustig, ne? Die ganzen Feen da finden. Also, ja gut, vielleicht bekommen wir von Mudolva auch noch eine. Ich bin gespannt. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Im nächsten Part geht's in den Bossfight und dann beenden wir hier den Tempel. Und wir können uns jetzt warpen. Wie geil ist das denn? Dann können wir uns auch nochmal eine Erbse holen und können die da einpflanzen. Da kriegen wir wahrscheinlich auch nochmal zwei... Ja, Kisten. Zwei Kisten. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.